United Launch Alliance hat ihre Vulcan Centaur endlich abheben lassen. Mit 5 Jahren Verspätung, aber sie sind erfolgreich geflogen. Mit einer neuen Wegwerfrakete im Jahr 2024, aber sie waren erfolgreich. Und so cool und toll so eine neue Rakete ist, so ernst ist ihr Einsatz auch. Deswegen reicht mir eine oberflächliche Betrachtungsweise heute nicht aus. Leider ist nicht immer alles Spiel und Spaß. Da ist viel Geld und noch viel mehr Politik im Spiel. Arbeitsmarkt, Industrie, Militär, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, um nur ein paar zu nennen. Da geht es häufig um militärische Missionen oder es geht um Kommunikation, Erdbeobachtung oder darum, Konstellationen aufzubauen. Als Sahnehäubchen kommt noch dazu, dass die ULA nun zum Verkauf steht und es gibt sogar schon einige Interessenten. Beim ersten Vulcan-Flug ging es darum, den rund 1,3 Tonnen schweren Peregrine Lander von Astrobotic zum Südpol des Mondes zu schießen. Der Lander hat es übrigens nicht auf den Mond geschafft, aber dazu kommen wir etwas später im Detail. Was ich damit sagen will, ist, dass eine Rakete selten gezündet wird, nur um irgendwen zu belustigen. Er hört ihm nicht zu, er hat gerade geredet. Wie gesagt, selten. Viel ernster als die Anwendungen, die ich gerade erwähnt habe, geht es nicht wirklich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der CEO von ULA jeden blockiert, der seine irreführenden Kommentare und Grafiken auf X kritisiert. Darunter auch meine Wenigkeit. Wenn die Generäle, die die Missionen an die Unternehmen verteilen, sehen würden, dass der Kerl von YouTubern auf sozialen Plattformen aufgemacht wird, wäre das wohl eine Schande für ihn. Keine Sorge, wenn dich das, was ich gerade gesagt habe, verwirrt, dann bist du damit nicht allein. Das ist der Grund für dieses Video. Ich nehme den Jungfernflug der Vulcan Centaur aus dem Hause United Launch Alliance oder kurz ULA als Anlass her, um dir einen genaueren Überblick darüber zu geben, wer sie sind und was sie genau machen. Denn wie so oft ist es nicht ganz das, wonach es aussieht. Wenn man sich nicht auskennt, liegt es nahe anzunehmen, dass die ULA ein Raketenunternehmen ist, das Satelliten ins All bringt. Dem ist aber nicht wirklich der Fall. Es stimmt schon, dass sie Raketen starten, aber das ist nicht ihr primärer Zweck. In erster Linie ist die ULA ein Joint Venture, das vom US-Gesetzgeber aus den Luft- und Raumfahrtabteilungen von Boeing und Lockheed Martin im Jahr 2006 erzwungen wurde. In anderen Worten, ULA ist ein politisches Instrument. Es sichert in erster Linie Arbeitsplätze, somit Stimmen für einige US-Politiker und zusätzlich befriedigt es die dahinterstehende Lobby. Der Zugang zum All verliert hier beinahe an Bedeutung. Boeing hatte damals die Delta II und Delta IV Raketen im Angebot. Lockheed brachte die Atlas V mit in die Zwangsehe. Das Angebot der beiden zu der Zeit war so dermaßen teuer und unleistbar, dass sogar die amerikanischen kommerziellen Satelliten von der europäischen Ariane 5, der russischen Sojus und ein paar anderen gestartet wurden. Musst dir mal vorstellen, was das für Zeiten waren, in denen die Ariane 5 die beste kommerzielle Option war. Die NASA nutzte für ihre Missionen damals noch das Space Shuttle. Das Angebot von Lockheed und Boeing war für die sogenannten National Security Missionen maßgeschneidert. Also extrem teuer. Damit die beiden ihre Raketen nicht einstampften, wurden sie schließlich zwangsverheiratet. Denn die USA wollten diese Fähigkeiten unter keinen Umständen verlieren, schwere Nutzlasten überall ins Sonnensystem hinschießen zu können. So ist die ULA entstanden. Das macht die Vulcan Centaur zum ersten quasi ehelichen Kind der ULA. Die haben sie aber nicht aus Jux und Tollerei heraus entwickelt oder weil sie so ambitioniert und motiviert sind. Als nämlich die Kameraden Putin und Konsorten die Krim im Jahr 2014 annektierten, haben die US-Militärs einige Sanktionen gegen Russland verhängt. Darunter waren auch Raketentriebwerke. Und da die Atlas V die russischen RD-180 Triebwerke verwendet, war ULA nun gezwungen, etwas Eigenes auf den Markt zu bringen. Damit wurde die Pensionierung der Atlas V erzwungen. Und die Delta IV Heavy erzwang ihr Ende ganz von selbst. Denn diese Rakete zu starten kostete, bzw. kostet, ein Vermögen. Tim Dodd, der Everyday Astronaut, redet in seinem Video von ca. 300 Millionen US-Dollar, was ja schon ein ganz steiler Preis wäre. Auf Wikipedia steht aber 350 Millionen für reguläre Kunden. Das US-Militär zahlt aber ebenfalls laut Wikipedia 440 Millionen.
Andere Quellen reden von weit mehr. Manche nennen sogar den Preis von 1 Milliarde pro Delta 4 Heavy Start. Und das zusätzlich zu der Milliarde Subvention, die sie erhalten. Auch wenn sie nicht starten. Und selten ist die Delta 4 Heavy zweimal im Jahr gestartet. Um genau zu sein, niemals. 2005, 2006 und 2015 ist sie sogar gar nicht gestartet. So lässt es sich leben. Ihr 16. und letzter Flug ist für März 2024 geplant. Kleine Erinnerung, Mars-Chroniken zu abonnieren und einen Daumen hoch dazulassen. Danke dir. An dieser Stelle lassen wir alle technischen Daten der Delta 4 Heavy weg, da ich diese in einem eigenen Video mit Aeneas schon behandelt habe. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Du siehst also, die Delta 4 Heavy hat mehr den Zweck der Arbeitsplatzsicherung als der Raketenstarts erfüllt. Fairerweise muss man schon auch noch dazu sagen, dass es bis vor 10 Jahren keinen wirklichen kommerziellen Markt für Raketen gab. Das ist aber eine klassische Henne-Ei-Situation, weil jeder wusste, dass es unleistbar wäre, in das Geschäft einzusteigen. Das hat sich dann mit SpaceX geändert. SpaceX übrigens wurde und wird von ULA mit allen Mitteln bekämpft. Die primäre Waffe der ULA ist Lobbying. Sonst haben sie ihnen nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Die Atlas V hingegen ist etwas öfter zum Einsatz gekommen und hat noch einige Missionen vor sich. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist sie bisher insgesamt 99 Mal geflogen. Vor der Fusionierung war sie gerade einmal 6 Mal abgehoben. Die meisten Starts waren institutioneller Natur. Die letzte Mission im Oktober 2023 war ein kommerzieller Start. Da hat die Atlas V nämlich 2 Prototypen der Amazon Internet Megakonstellation in einen Orbit gebracht. Dieser Start hätte eigentlich von ABL absolviert werden müssen, aber aus ungeklärten Gründen hat man diese Mission dann doch auf die Atlas V umgebucht. Es hätten bisher auch schon einige Starliner-Kapseln zur ISS geschossen werden sollen, aber Starliner ist noch immer nicht startklar. Ein Video zur peinlichen und tragischen Geschichte von Starliner findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Es ist aber wichtig anzumerken, dass Starliner auch mit der Vulcan fliegen kann bzw. könnte. Sie ist so designt, dass sie auch mit der Falcon 9 oder Delta 4 Heavy fliegen könnte. Die Umbuchung wird aber nicht stattfinden, weil ULA sonst auf den Atlas-Raketen sitzen bleiben würde. Außerdem ist die Vulcan nicht für Crewflüge zertifiziert und wird das wahrscheinlich auch nicht werden in näherer Zukunft. Denn so eine Zertifizierung ist teuer. Und weder Boeing, die die Kapsel bauen, noch ULA wollen dafür aufkommen. Sie wollen die Kosten dem jeweils anderen Partner unterjubeln. Es könnte also durchaus passieren, dass Starliner in einigen Jahren mit der Falcon 9 fliegen muss. Bis ungefähr 2030 werden noch etwa 17 weitere Atlas V Raketen mit jeweils 2 RD-180 Triebwerken starten. So viele Triebwerke hat man nämlich noch auf Lager. Keine der Missionen wird aber mehr Nutzlasten für das Militär starten. Dafür gibt es jetzt die Vulcan. Auf Wikipedia steht, dass doch eine einzige Mission dieses Jahr noch für die Space Force auf der Atlas V gestartet wird. Konnte dazu allerdings keine näheren Details finden. Viasat und Boeing starten auch noch einmal mit der Atlas V. 8 weitere Raketen hat Kuiper gebucht und die übrigen 6 sind für Starliner reserviert. Bevor wir zu den Details der Vulcan kommen, möchte ich noch ein wenig über die Politik hinter der Vergabe dieser Missionen reden. Wenn du ganz tief in die Materie einsteigen willst, habe ich auch dazu schon ein Video produziert. Das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Für jetzt reicht es zu wissen, dass Kuiper die Internet-Megakonstellation von Amazon ist. Also die gleiche Familie wie Jeff Bezos' Blue Origin. Blue Origin betreibt gerade das Phallus-Karussell zum Vergnügen von reichen Menschen. Wer sie aber belächelt, der ist kurzsichtig und hat das Geschäftsmodell nicht verstanden. Das funktioniert ähnlich wie die Tesla-Strategie. Dass man zuerst ein Produkt für die Reichen auf den Markt bringt, um so einerseits die Technologie zu erlernen und zu erproben und andererseits einen Cashflow zu etablieren. Sie haben dann einen recht klugen Schachzug gemacht. Als die USA die Sanktionen gegen Russland beschlossen haben, haben sie der ULA versprochen, dass sie ihnen ein Triebwerk für ihre Vulcan liefern werden. Hier kommen die BE-4 Triebwerke ins Spiel. Blue Origin wollte ohnehin ein Triebwerk für ihre New Glenn Rakete entwickeln. Und was gibt es Besseres, wenn man das Triebwerk verkaufen kann, bevor man es selbst verwendet? Nicht zuletzt war aber auch das BE-4 Mitgrund für die 5 Jahre Verspätung. Dieses Triebwerk ist aber der Schlüssel zu Vulcan Centaur.
Sie generiert eine Win-Win-Situation. Blue Origin hat einen garantierten Abnehmer für ihr Triebwerk, dessen Entwicklung enorme Summen kostet, und die ULA muss diese Kosten nicht selbst stemmen und erhält ein Raketentriebwerk made in the United States of America, was ja die Voraussetzung für zukünftige National Security Missionen ist. Die New Glenn übrigens wird 7 BE-4-Triebwerke in der ersten Stufe verwenden. Um jetzt zurück zur Politik hinter der Vergabe der Kuiper-Mission zu kommen. Kuiper hat letztes Jahr knapp 100 Starts für ihre Konstellation erworben. Unter den Begünstigten waren die europäische Ariane 6, die Vulcan Centaur und einige Starts der New Glenn des eigenen Schwesterunternehmens Blue Origin. Du wirst dich jetzt fragen, warum Kuiper Raketen anderer Unternehmen einkauft, wenn doch ihre eigene Schwester bald die New Glenn auf den Markt bringen wird. Nun, jedes der begünstigten Unternehmen wurde aus einem anderen Grund angeheuert, aber bei der ULA haben die Käufe folgende Gründe. Einerseits hat die ULA durch die verspätete Lieferung der BE-4-Triebwerke einige Aufträge der US-Behörden verloren. Um das wieder gut zu machen, hat Blue Origin alle übrigen Atlas V-Raketen aufgekauft, weil sie sonst am freien Markt niemand gewollt hätte. Andererseits begünstigt sich Blue Origin ja selbst, wenn sie eine Rakete kaufen, die für ihren Betrieb die BE-4-Triebwerke von Blue Origin verwendet. Wie gesagt, Näheres zu Kuiper in dem Video unten in der Beschreibung. Schon vor dem Vulcan-Jungfernflug gingen Gerüchte herum, dass ULA zum Verkauf stünde. Und neben Cerberus Capital Management ist auch ein anderes Luft- und Raumfahrtunternehmen im Gespräch, das Ambitionen hat, die institutionellen Starts der USA zu ergattern. Wer das genau ist, ist leider nicht bekannt. Scott Manley meint, es ist Textron. Das ist ein Mischkonzern, der alles andere als klein ist. Jetzt, da der Erstflug der Vulcan absolviert ist, werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich genauere Infos veröffentlicht. Vielleicht müssen wir auch bis nach der CERT-2-Mission warten. Der prominenteste potenzielle Käufer ist aber Blue Origin. Das wäre in vielerlei Hinsicht traumhaft für Jeff Bezos und seine Unternehmen. Damit hätte er mit einem Schlag mindestens ein flugfähiges orbitales Trägersystem für die nächsten Jahre. Zumindest bis die New Glenn online geht. Damit würde Blue Origin auch gleichzeitig einen ihrer größten Konkurrenten vom Markt nehmen bzw. schlucken. Außerdem, und das wäre vermutlich der größte Benefit dieser Übernahme, hätte Bezos die sogenannten National Security Missionen der US-Militärs in der Tasche. An dieser Stelle würde es mich fast wundern, wenn es sich Blue Origin entgehen lassen würde, ULA zu akquirieren. Rein die Tatsache, dass ULA zum Verkauf steht, spricht schon Bände. Ich habe aber leider keine Hintergrundinformation, deswegen werde ich jetzt nicht weiter spekulieren, aber ich möchte, dass du dir bitte selbstständig Gedanken dazu machst. Kommen wir zum Vulcan-Jungfernflug. Diese Mission ist bekannt unter dem Namen CERT-1. Sie ist die erste von zwei Zertifizierungsflügen. Die zweite Mission wird geplanterweise auch noch dieses Jahr stattfinden und soll zum ersten Mal einen Dream Chaser in einen Orbit bringen. Ein Video zum Dream Chaser findest du übrigens auch in der Beschreibung unten. Diese sind notwendig, damit sie in Zukunft auch die so oft erwähnten National Security Missionen starten darf. Offen gesagt ist dieser erfolgreiche Start ein größerer Erfolg für Blue Origin als für ULA. Denn CERT-1 macht das BE-4-Triebwerk zum ersten Metalox-Triebwerk, das erfolgreich einen Orbitalstart absolviert hat. Damit schlägt es den Raptor von SpaceX, das auch mit Methan und Sauerstoff angetrieben wird. Auch wenn die Oberstufe kein BE-4, sondern zwei Hydrolox RL-10-Triebwerke von Aerojet Rocketdyne sind. Also die Kernelemente der Rakete hat ULA nicht selbst hergestellt oder entwickelt. Die Feststoffmotoren übrigens auch nicht, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir die Nutzlasten betrachten, schauen wir uns die Vulcan etwas genauer an und vergleichen sie mit ihren Konkurrenten. Ein Irrglaube ist ja, dass sie mit Starship oder New Glenn konkurriert, nur weil sie Methan in der ersten Stufe verbrennt. Dem ist aber nicht so. Sie bewirbt sich eher um die Aufträge der Ariane 5 bzw. Ariane 6. Sie macht aber auch der Falcon 9 und der Falcon Heavy Konkurrenz. Wenn man genau sein will, muss man aber sagen, dass sie diesen Raketen Konkurrenz machen würde, wenn sie sie preislich unterbieten oder in der Leistung übertreffen könnte. Sie tut aber weder das eine noch das andere. Dennoch hat sie bereits 70 Missionen in den Auftragsbüchern stehen. Das zeigt einfach nur, wie gut die ULA im Lobbying ist. 38 davon werden Kuiper-Satelliten befördern. Laut Wikipedia jeweils 45 Stück.
Die restlichen Missionen sind wie der National Security GPS und noch ein paar andere. Die Vulcan besteht aus einem Aluminiumrumpf, ist fast 62 Meter hoch und 5,4 Meter im Durchmesser. Sie ist also kürzer und dicker als die Falcon 9, die etwa 70 Meter hoch und 3,7 Meter im Durchmesser ist, damit sie auf den Straßen der USA transportiert werden kann. Die beiden BE-4-Triebwerke allein liefern jeweils etwa 250 Tonnen Schub. Also insgesamt knappe 500 Tonnen. Jeder Feststoffmotor, von denen insgesamt bis zu 6 verwendet werden können, bringt auch jeweils etwa 210 Tonnen Schub. Diese besagten GEM-63 XL Feststoffmotoren bauen sie auch nicht selbst, sondern erwerben sie käuflich bei den freundlichen Herrschaften von Northrop Grumman. Sie hat also mindestens 500 und maximal 1751 Tonnen Schub. Das macht sie ohne Frage zu einer vielseitigen Rakete mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die neuen Merlin-Triebwerke der Falcon 9 liefern rund 775 und die 27 der Falcon Heavy insgesamt 2268 Tonnen Schub. Tory Bruno, der CEO von ULA, hat einige an Dummheit grenzende Grafiken auf X gepostet und hat sich für einige Tage zur Lachnummer gemacht. Versteh mich nicht falsch, ich mag ihn sehr. Aber solche Grafiken, in denen er SpaceX-Raketen zugunsten seiner eigenen Raketen fälschlicherweise schlecht macht, sind einfach peinlich und schaden seiner Glaubwürdigkeit. Solche Peinlichkeiten bringen Menschen in der Regel aus einer Position der Schwäche heraus. Einen Link zu den Grafiken findest du unten in der Beschreibung, aber so einen Unsinn werde ich hier nicht zeigen. Bedenkt man, dass sie zum Verkauf stehen, könnten solche Grafiken, speziell in den USA, zu den verrücktesten Klagen und Prozessen führen. Ich hoffe doch, dass sich die potenziellen Käufer nicht von solchen falschen Darstellungen einlullen lassen. Im Moment wird 0% der Rakete wiederverwendet. ULA hat angedacht, irgendwann in Zukunft vielleicht die BE-4-Triebwerke abzuwerfen, um mit einem aufblasbaren Hitzeschild und einem Fallschirm zurückzuholen. Sie sind jedenfalls selbstbewusst genug, um zusätzliche Produktionsstätten zu bauen, sind aber nicht besonders effizient aufgestellt und werden es schwer haben, ihre Kadenz zu steigern, denn bis in die 2030er Jahre werden sie sowohl die Vulcan als auch die Atlas V betreiben. Ist aber alles ein hausgemachtes Problem. Im Moment starten sie ihre Raketen vom Space Launch Complex 41 in Cape Canaveral in Florida. In Zukunft werden sie wahrscheinlich auch vom Slick 3E in Vandenberg starten. Kommen wir jetzt zur spannenden Geschichte der ersten Nutzlast der Vulcan, Peregrine. Der Mondlander diente als Bus für mehr als 20 Nutzlasten und hätte mit diesen am Südpol des Mondes landen sollen. Unter den Nutzlasten war auch ein kleiner 2 Kilo leichter Rover. Kurz nach dem Start hat es aber Probleme gegeben. Astrobotic, das Unternehmen hinter Peregrine, hat in einer beeindruckenden Serie von Updates über die Höhen und Tiefen ihrer Mission berichtet. In Update Nummer 2 wurde eine Anomalie im Antriebssystem als wahrscheinliche Ursache für eine instabile Sonnenausrichtung identifiziert. Das Team arbeitete hart, improvisierte Manöver wurden durchgeführt und die Solarpaneele wurden erfolgreich zur Sonne ausgerichtet. Doch das war erst der Anfang der Herausforderungen. Man muss hier schon noch ganz deutlich dazu sagen, dass es ihr erster Versuch war, auf dem Mond zu landen und dass sie Teil des Artemis-Programms sind. Im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services oder kurz CLPS haben sie 2 Missionen zum Mond ergattert. Abgesehen davon wollen sie in Zukunft regelmäßige Flüge für kleinere Nutzlasten zum Mond anbieten. In Update Nummer 4 wurde bekannt gegeben, dass ein kritischer Verlust von Treibstoff aufgrund des Antriebsfehlers aufgetreten ist. Dennoch konzentrierte sich das Team darauf, wertvolle wissenschaftliche Daten zu sammeln. Update Nummer 6 informierte uns darüber, dass durch den anhaltenden Treibstoffverlust die Bordthruster über ihre erwartete Lebensdauer hinausfeuerten, um die Solarpaneele weiterhin zur Sonne ausgerichtet zu lassen. Trotzdem erreichte Peregrine in Update Nummer 10 die beeindruckende Marke von 80% der Strecke zum Mond. Die Treibstofflecks verlangsamten sich und das Team arbeitete rund um die Uhr, um die Lebensdauer des Raumfahrzeugs zu verlängern. Selbst in Update Nummer 11, als das Team bestätigte, dass die Erde auf einem Bild zu sehen ist, blieb Peregrine stabil und voll geladen.
Doch in Update Nummer 16 änderte sich die Dynamik drastisch. Die Analyse zeigte, dass Peregrine auf Kollisionskurs mit der Erde ist und das Team musste schwierige Entscheidungen über das Ende der Mission treffen. Trotzdem setzte das Team weiterhin alles daran, Daten von den Payloads zu sammeln. In einem bemerkenswerten Update Nummer 17 verkündete Astrobotic schließlich die Entscheidung, Peregrine in die Erdatmosphäre eintreten zu lassen, um die Verantwortung für den Weltraummüll zu übernehmen. Trotz des Antriebsfehlers arbeitete Peregrine über 7 Tage stabil und lieferte wertvolle Erkenntnisse. Das abschließende Update Nummer 18 bestätigte die Stabilität und den fast gestoppten Treibstoffverlust. Peregrine nähert sich der Erde und die Mission neigt sich dem Ende zu. Dieser beispiellose Bericht eines Rettungsversuchs und wissenschaftlicher Erfolg spiegelt den bemerkenswerten Einsatz und die Entschlossenheit des Astrobotics-Teams wider. Sie haben einen weiteren Lander in Arbeit, der unter dem Namen Griffin bekannt ist. Dieser soll dieses Jahr noch starten und ich bin davon überzeugt, dass sie einiges aus der Peregrine-Mission gelernt haben. Diese anhaltenden Updates haben mich jedenfalls zu einem Astrobotic-Fan gemacht. Um den Lander Richtung Mond zu schicken, waren 2 Zündungen der Centaur-Oberstufe notwendig. Als das abgeschlossen war, feuerte sie ein drittes Mal. Das brachte sie in einen heliozentrischen Orbit, also in einen Orbit um die Sonne. Warum? Erstens, um die Fähigkeiten der Centaur-Oberstufe zu demonstrieren und zweitens, um die Celestis Memorial Spaceflight Enterprise Mission zu erfüllen. Dafür waren 234 kleine Kapseln in der Oberstufe verstaut, die DNA-Proben, Kremationsasche und Nachrichten enthielten. Diese Kapseln werden jetzt für immer und ewig samt der Centaur-Oberstufe die Sonne umkreisen. Wenn du jetzt noch wissen willst, wofür mich Tory Bruno blockiert hat, dann schau dir mein Video zu Starliner an, wo ich die Kapsel von Boeing mit der Dragon von SpaceX vergleiche. Ein großer Dank geht an alle Patrons und Kanalmitglieder, die Mars-Chroniken ermöglichen. Wenn auch du mich unterstützen willst, damit ich das weiterhin machen kann, dann freue ich mich, wenn du Kanalmitglied oder Patron wirst. Du kannst aber auch ein Super Thanks dalassen oder im Shop einkaufen gehen. Wie du Mars-Chroniken noch unterstützen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Ein Like und ein Abo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Vielen Dank. Mein Name ist Zirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.